Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Stalker Gamma. Ich bin hier direkt schon mal in den Sümpfen, denn ich habe vom Clear Sky Händler eine Mission angenommen, namens Last Dawn. Da soll ich einen Scanner besorgen aus der Anomalie, die in der Southwest Corner of the Swamps ist. Und wenn man hier drauf bleibt, the scanner is located in the Arky Anomaly, just northwest of the Clear Sky Base. Und ich habe den Ausgang hier genutzt. Und direkt vor mir ist eine Anomalie. Aber ich kann meinem besten Willen nicht erkennen, ob hier irgendwie ein Scanner zu finden ist, zu sehen ist. Was geht denn da ab? Ich versuche mal mein Glück. Da ist was. Das ist das Ding. Ja, das lief besser als erwartet. Ist hier sonst nichts zu holen vielleicht? Doch, da ist was Grünes. Ob ich da jetzt so easy rankomme, weiß ich allerdings nicht. Ich würde es jetzt nicht unnötig riskieren, aber schauen kostet nichts. Da direkt beim Boot. Sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Wohl direkt am Boot ist auch was. Oh Gott, warte mal. Yeah. Ich glaube, so richtig anders machbar war das gerade nicht, aber ich bin nicht sicher. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Kann ich hier irgendwas davon verwenden? Mach einfach mal. Sehr schön. Haben wir Post-Heal irgendwas? Nee. Leider nicht für Torso. Ich habe ja auch einen am Gurt selbst Solar betrieben, wie die Beschreibung sagt. Womit ich mehr Ausdauer habe, was natürlich ganz fantastisch ist für mich. Cool. Geht's hier auch wieder zurück? Scheinbar nicht. Aber das war doch schon mal was. Ja, ich heile mich gleich. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt muss ich einmal außen rum. Darunter gebe ich es wieder ab. Aber es gibt ja einen Mediziner hier in der Clear Sky Base, deshalb muss ich mir darum jetzt eigentlich keine Gedanken machen. Dann zahle ich dafür und besorge alles, was ich brauche, um mich selbst dann beim nächsten Mal zu versorgen. Wichtig ist, wir haben ein weiteres Artefakt und die Mission erledigt.
Und ja, wie ihr sehen könnt, das Rennen verbraucht keinerlei Ausdauer mehr durch das Artefakt. Also entweder ist das ein Bug oder ich kann mich einfach glücklich schätzen. Aber so wie es aussieht, muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der direkt hier. Hör mal zu. Das ist okay. Dafür geht's mir jetzt gut. Und dann schauen wir mal, was er sonst noch so auf Lager hat. Kauft er irgendwas? Was ist das denn hier eigentlich? Zistamin. Okay. So, das sollte ich kaufen. Was haben wir hier? Post Heals ebenfalls. Nehmen wir auch einmal mit. Dann nehmen wir die beiden. Wie viele Verbände haben wir? 4. Ist, glaube ich, ganz okay. Glukose, was immer ganz wichtig ist, sind Schlaftabletten, wie ich finde. Denn manchmal, wenn es dann schon Nacht ist und man will nicht unbedingt... Nee, komm, 2 reichen. 14.000. Muss leider sein. Kauft er das? Nee. Oh, warte mal. Was war das denn jetzt für eine Mission gerade? Was habe ich denn hier für jemanden gekauft? Ibuprofen. Wo ist das denn? Vielleicht behalte ich die mal. Ja, ja, ich weiß. So, dann schauen wir mal, was mir das Ganze bringt. Denn das Artefakt kann ich wahrscheinlich auch gleich bei ihm verkaufen. Hör mal zu. Here you go. Sehr schön. Army Medkit. 2x Army Medkit. Fentanyl und 2000. Ist okay. Nochmal 650. Zeig mal her. Drains the Tide. Okay, da kann man ein bisschen... Hey. 550 ist aber vielleicht ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Empty Syringe. Das kannst du haben. Jetzt esse ich erstmal kurz was. Was ist denn jetzt mit der Waffe? Wieso ist denn die Kamera so nah? Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Die Kamera ist irgendwie so nah an der Waffe. Da geht's. Aber hier habe ich den Eindruck, die Waffe ist zu nah dran. Ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch, würde ich sagen, aber... Alles ein bisschen merkwürdig. So, wo wollt ihr denn hin, Jungs? Ist egal, oder? Was denn ganz nach oben?
Alles klar, ich würde sagen, ich speichere nochmal kurz. Dann kann es losgehen. Bist du da? Komm mal mit. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt ist alles wieder beim Alten. So, dann haben wir diese Escort-Mission, die aktuell aktiv ist, und dann haben wir noch eine in Rostock oder nördlich davon, glaube ich. Was ist das denn hier? Komm mal. Oh, wird er jetzt gerade angegriffen oder was? Wo läuft er denn lang? Ich habe ihn verloren. Was macht er denn? Hallo? Eieiei. Vorsicht, Vorsicht. Wo ist der Vogel? Hat er ihn? Sehr gut. Könnten wir jetzt bitte aufhören, einfach so auf alles zu schießen, was sich bewegt? Danke. Ich höre hier doch noch einen.
mal her kurz, du Vogel. Ich höre ihn nicht mal, aber hier oben ist ein Artefakt. Okay, den habe ich auch bekommen. Heieiei. Wenn man hier so einen schießwütigen Revolverhelden dabei hat. Oh nein. Das war Quatsch. Das war's. Da hinten will er hin.
все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. Was hat er gesagt? Er macht jetzt sein Ding. Ich soll ihn beschützen. Denn laut Map möchte er hier hin. Hier haben wir auch eine Anomalie. Eine sehr warme. Ja, ist doch gut. Ich höre hier doch was. Wo steckst du? Wie lange dauert das jetzt? Bist du soweit? Jetzt haben wir es. Ich vermute, er will jetzt wieder zurück, oder? Na dann komm. Hier lang. Schauen wir mal, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Einmal querfeldein. Warte mal, hier war ich schon? Ah ja, jetzt auch rein. Bestimmt auch noch das ein oder andere Artefakt zu holen. Aber die man so zufällig findet, sind häufig auch nicht so recht viel wert. Also da kriegt man dann vielleicht 2000 für oder so, was natürlich nett ist, wenn man da eh gerade vorbeiläuft, aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, um Umweg zu nehmen, außer man weiß, was für einen Bonus ein Artefakt hat, wenn man das denn anlegt. Aber alles in allem würde ich dann doch eher keinen Umweg eingehen. Schade.
Ist das jetzt? Ah ne, das ist noch da. Nett. Wir hauen ab. Komm, komm, komm. Hier rein, Klappe halten. Hier noch rein, ey. Ja, sieht gut aus. Привет, сталкер! Привет!
Schauen wir mal, wenn der wieder da ist. Ha! War's das? Okay. Here's your payment. 9100. Metal Container. Ach so, ein hier. Mhm. Was haben wir denn hier gefunden? Ball the Nutcracker. Tier-based Artifact. Tulis plays a mighty foot and allows him to kick more mutants, resulting in instant death. Okay. Sehr schön. Was ist das denn hier eigentlich? Mutated Crow? Beak. Ich habe mir angewöhnt, so Zeug als Junk zu markieren, damit ich weiß, was sofort weg kann. Und als Favorite eigentlich aber nur aus dem Grund, damit es mich hier oben angezeigt wird und ich sofort sehen kann, was die Munition ist, die ich tatsächlich benötige und damit die dann hier oben gleich zu finden ist. Soweit, so gut, würde ich sagen. Das war doch ganz nett. Ach, da ist ja sogar ein nettes Bild. Nee, den hier. Ach, das ist das, was ich brauche. Ja, alles klar. Over the Rainbow, was haben wir denn hier? Brain Scorcher. Das ist das, was ein bisschen schwieriger ist und ein bisschen länger dauert in der Radarregion. Was? The Barrier. Warte mal. Undercover Agent. Was ist das denn hier? Ja, diese Stürme sind so viel atmosphärischer hier gemacht, vom Sound her und so. Und das, man spürt richtig die Gefahr, die damit einhergeht. Und dann dieses Farbenspiel, wenn man aus dem Fenster schaut und so. Und das ist schon echt ganz nett gemacht, was Sound ausmacht bei sowas. Denn ich meine, sonderlich schön war es im Haus nicht. Auch diese Schichten von Staub, die darüber kamen und so. Das sah jetzt nicht so super aus, aber das war trotzdem super atmosphärisch gemacht, wie ich finde. So, jetzt schauen wir mal. Na? Das dauert jetzt aber schon auffällig lange. Die allererste Ladezeit ist normalerweise so lang. Ah, jetzt geht's weiter. Und ich bin geheilt worden während der Schnellreise. Das ist aber nett. So, da sind wohl Zombies hier drüben. Die rufen auch nach Hilfe. Ist das hier, The Barrier? Ah, das ist da hinten, ne? Das lohnt sich für mich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Wo will ich denn hin? Dahin. Undercover Agent needs to be extracted from an enemy faction. And we need to kill the other members of the squad and escort him back to the base. Das findet direkt hier drüben statt. Da wird schon wild geballert, so wie es aussieht. Ich glaube, das ist dieser kleine Bauernhof hier oben auf dem Hügel. Muss ich natürlich genau schauen, dass ich hier den richtigen treffe.
Also die richtigen und den einen nicht. Auf mich zu. Wer ist das? SVD, daran kann ich ihn erkennen, okay. Natürlich die Frage, was ist mit der Hansel hier unten? Komm mit. Wo willst du genau hin? Wie, wo soll das denn sein? Das ist ein Witz jetzt, oder? Da. Hinter uns. Ich dachte, der muss hier in die Base. Ich bin schon gefreut, dass das eine easy Mission wird, aber so. Müssen wir mal schauen. Vor allem, weil da unten so ein bisschen was los ist. Und ich nicht genau sagen kann, wer hier Freund und Feind ist. Wieso steht er denn jetzt da oben? Oh Mann. Der hockt da und zielt. Hallo. Ich kann ihm leider nicht sagen, dass er mitkommen soll. Ah, jetzt kommt er vielleicht. Entschuldigung. Was siehst du denn da? Komm, wir töten es gemeinsam. Bist du soweit? Komm. Ich werde mal eben speichern, wo ich gerade das Feuer da unten sehe. Ach, er kommt.
Die haben sie erledigt. Oho. Schade, kann ich leider nicht. Sehr schön. Ich hoffe, er kommt jetzt tatsächlich mit. Dann geben wir den ab und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Kohle gemacht. Auf jeden Fall jede Menge Schrott eingesammelt jetzt gerade und Munition, die ich nicht verwenden kann. Die kann ich gut zu Geld machen. Und dann sollte ich eigentlich genügend Geld haben, um Munition in Massen zu kaufen, die mich dann hoffentlich zum Brainscorcher führen. Wobei ich, glaube ich, eine dritte Waffe brauche. Vielleicht noch so eine kleine Maschinenpistole oder irgendwas. Irgendwas, was nicht zu schwer ist, was nicht zu viel kostet. Und was ich dann halt im schlimmsten Fall irgendwie, oh Gott, verwenden kann. Was höre ich denn hier? Das? Was ist das denn hier? Der sieht doch ein bisschen anders aus, oder nicht? Miau. Your rank has improved. Sehr schön. So, wo will der gute Mann denn hin? In die Bar? Oder nirgendwo? Da hinten. Ach, zu dem Untergrundtypi, okay.
9400 und Stash Coordinates, sehr schön. Dann noch mehr. 11 Monolith Faction Patches. Goodbye. You gain more trust among duty soldiers in Clear Sky, sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt, ob er mir ein bisschen was abkauft. Hör mal zu. Folgendes. Guck mal, was kauft er? 550, 700. Ah, sehr schön. Matchbox einmal. Da muss ich auf jeden Fall zum Jäger. Das ist genug hier. Ja, jede Menge. Er kann so einen Quatsch hier haben. 1044, das ist doch schon mal was. So, hier haben wir nicht mehr zu viel. Zack. Verkaufen wir ihm noch eben das Fleisch und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wieder zwei Missionen erfolgreich abgeschlossen. Ein bisschen Vertrauen dazu gewonnen, etwas Geld gemacht und dann schauen wir mal, ob es die nächste Folge tatsächlich bringt, dass ich dann zum Brain Scorcher gelange. Ob ich die gesamte Mission dann am Stück mache, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, das war ziemlich happig. Und vielleicht gehe ich erstmal zum Eingang hin oder so. Ich weiß auch nicht, inwiefern Gamma sich da jetzt vom Standard Anomaly unterscheidet. Weil ich meine, auch im Sumpfgebiet sind hier schon Mutanten aufgetaucht, die ich ansonsten erst später in den Laboren getroffen habe und so, deshalb bin ich da doch ein bisschen vorsichtig. Schauen wir mal, ob er das hier alles kauft. Ja, sehr schön. 11.000 für ein bisschen Fleisch. Oh, das ist gar nicht verkehrt. Und mit unserem neuen Freund verabschiede ich mich dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Stalker Gamma. Bis dahin, ciao.